Hallo, herzlich willkommen hier auf der Nimbus 365 Coupé auf der Boot 23 2023 am Montag, dem dritten Tag. Und ich werde Sie jetzt einmal hier über das wichtigste Modell der letzten 10 Jahre, seit 2009 gibt es die 365, also der letzten 13 Jahre für die Firma Bote Polsch und ich würde sagen auch für alle Ihre Kunden. Das ist das wichtigste Schiff für uns. Und die Kunden, so kann man es zusammenfassen. Ich habe gestern ja einen kleinen Podcast gemacht oder einen Live-Studio-Report aus unserem Studio, aus dem Container. Und dort hatten wir sitzen den Jonas Gödberg und den Joachim Gustafsson. Da würde ich auch empfehlen, das sich mal gerade am Anfang anzuhören, weil es da auch einiges um die Nimbus 365 geht, die begonnen wurde zu entwickeln 2006, 2007. Und da war gerade im Interieur Joachim, der ja jetzt der Chefdesigner bei Nimbus ist, maßgeblich beteiligt, damals hauptsächlich im Interieur. Und in 2007, dann mit dem Launch in 2009, wurde eine komplett neue Designlinie kreiert, die am Anfang auf sehr viel Kritik gestoßen ist, gerade von den Bestandskunden. Ich erinnere mich gerade auf der Messe Interboot, als wir das erste Mal die 365 dort stehen haben, haben die Leute gesagt, oh, was ist das denn? Das ist ja keine Nimbus mehr. Asymmetrisches Decksdesign, was soll das? Das ist ja hässlich. Und wie kann man einen Aufbau nicht zentral aufs Schiff oben drauf setzen? Wie kann man plötzlich das Dach, die Form? Also ich würde sagen, man könnte das, also damals war die Gespräch, es war auch so, das ist etwas TT-Design. Ich weiß, jeder erinnert sich, Mitte 2000 kam damals der erste TT mit diesem runden Dach. Das ist dem Ganzen irgendwo angelehnt, diese starke A-Säule, die oben liegenden Scheibenwischer, deswegen können wir das gut von unten bringen, die komplett verdeckt oben drunter sind, diese Doppelarmwischer mit Scheibenwaschanlage, LKW-Scheibenwischer. Und dann eben ganz wichtig, das Tiefstehen am Gangbord und die damit verbundene Seitentür auf der Steuerbordseite, die jetzt hier in dem Fall in der Evolutionsstufe 2 ist. Die erste Version war noch eine Van-Door. Da ging es vor allem darum, eben von den klassischen Aluminiumtüren wegzukommen, die das gesamte Design des Schiffes zerstört haben. Heute gibt es jetzt Aluminiumtüren in Kombination mit GFK-Teil. Das gab es damals nicht. Und so hatte man ursprünglich entschieden, die klassische Van-Door zu machen. Das heißt, die Tür kommt raus und schiebt nach hinten, wie man das auch bei einem Sprinter oder bei einem Caddy oder bei einem klassischen PKW kennt. Da ist man jetzt wieder von weg. Man hat eine klassische Schiebetür, wie gesagt, mit GFK-Teil und sieht hier, das GFK-Teil passt sich ganz klar an das Design des Schiffes an und man sieht kaum, dass hier überhaupt eine Türe ist. Sicheres Laufen, also ich kann hier wirklich auf der Steuerbordseite, ich habe hier gerade an den Türbereich über 40 cm Breite, da hinten sogar 50 cm Breite. Ich kann hier sicher laufen und habe hier erst vor der Seitentür zwei Stufen aufs Vorschiff vorne. Hier muss man nach oben gehen, damit man einfach im Innenraum mehr Platz hat. Auch Joachim hat das ganz gut gestern im Video gesagt. Es gibt immer einen Kompromiss. Immer wenn man irgendwo etwas dazu gibt, nimmt man woanders was weg. Nimbus versucht dabei, die Funktionalität absolut in den Fokus zu stellen, aber natürlich auch den Raum nicht zu kurz kommen zu lassen. Da es ein Cruiser ist, da es ein Schiff ist, wo man übernachten drauf möchte, ist natürlich der Innenraum hier unten sehr wichtig. Und da haben wir hier einfach immer noch eine kleine Kante und da fühlt man sich immer noch sehr sicher, weil natürlich hat man die Reling, aber man weiß immer noch genau, wo man ist, da man eben nicht oben am Deck läuft, sondern leicht immer noch im Deck drin. Das Ganze geht hier bis zur Backbordseite, bis hierhin und dann ist erst der etwas schmalere Gangbord auf der Backbordseite. Hier am Vorschiff, das ist ganz gut, wenn du Nico noch da unten stehst, das ist ja so eine Nimbus-Tugend bei der 365 und 305 und so weiter, das 405 genauso. Wir haben das weit überstehende Bugsprit, was das Schiff natürlich auch etwas länger macht. Das hat auch Nachteile, länger wie eigentlich die Wasserlinie ist. Aber wir haben hier eine vollkommen umlaufende Scheuerleiste, der Anker hängt unter dem Bugsprit und wir können auch das Bugsprit komplett als Boarding-Teil benutzen. Es gibt nichts, was hier übersteht. Also ich kann hier sicher laufen. Ich kann nicht irgendwie aus Versehen in ein Anker-Bracket oder sogar den überstehenden Anker reinlaufen. Und auch, wenn ich jemanden von Bord an Bord nehme oder irgendwo in den Hafen reinfahre, wo ich mich nicht so gut auskenne, habe ich keine Gefahr, vorne großen Anker überstehen zu haben. Wir haben ordentliche Klampen. Natürlich vorne Backbord rechts, Backbord und Steuerbord. Dann haben wir die Mittelklampen. Das ist schon immer eine Tugend von Nimbus, dass die richtig gut ausgebaut sind. Dann haben wir, das wird von Land ein bisschen schwer zu filmen sein, aber ich beschreibe es nur gerade. Wir haben hier die ordentlichen Ankerkasten mit der Luma V1, einer 1000 Watt Ankerwinde und einen großen Kettenkasten hier mit Leinenhalter und der Kettenkasten
es hat auch Platz bis zu 100 Meter Kette, wenn jemand im Mittelmeer das haben möchte. Edelstahlkette gibt es natürlich optional. Dann haben wir Sonnenliege hier vorne auf dem Vorschiff. Wir haben hier das neue, von gestern von Niklas beschriebenen Stoff von Sunbrella, der 40% Altplastikanteil, also es ist sustainable, nachhaltig. Nimbus versucht oder möchte ganz klar bei gewissen Materialien auch eine gewisse Nachhaltigkeit unterbringen. Und der Stoff hat sich, der ist getestet worden in den letzten anderthalb Jahren, hat sich sehr bewährt, wirkt ein bisschen so jeansartig, ich finde sehr schick. Es gibt aber das Ganze natürlich auch noch in beige oder in einem hellen beige und einem dunkleren beige. Dann haben wir ordentlich natürlich auch hier Handlauf zum Festhalten, Getränkehalter. Und von hier vorne sieht man nochmal sehr gut, wie groß die Frontscheibe ist. Zeigen wir gleich nochmal von innen mit den, wie gesagt, oben liegenden Scheibenwischern. Und dann gibt es jetzt neu auch für die 365 oben ein Dachgepäckträger. Wobei wir da intern vom Bote Polsch, das ist jetzt eine Lösung, ich würde sagen, die jetzt für die 365 vielleicht ein bisschen dominant ist. Wir machen da eine Lösung, Nico, was denkst du, die ein bisschen dezenter ist und ähnlich funktionell. Aber wie gesagt, entweder kann man diese Version haben, wir machen eine Version, die nur hier unten drin liegt, eine kleine, die sozusagen innenliegend ist, die, wenn sie kein Sub drauf liegt, man kaum sehen kann. Dann haben wir oben drauf noch Solarpanel bei dem Schiff. Ich weiß nicht, ob wir das genau, ne, ein bisschen mal, genau, Solarpanel, Suchscheinwerfer und Radar. Ich gehe am besten hier durch mal rein. Du kommst von hinten in den Salon rein. Dass man ein Gefühl davon bekommt. Ja, man hat einfach zwei Eingänge. Ich hier durch die Seitentür. Im Innenraum, das ist jetzt ein klassisches Mahagoni-Interieur. Es gibt ja bei Nimbus jetzt seit einem Jahr Oak. Wir haben sogar bei uns in der Ausstellungshalle zwei Oak, oder ein Oak-Schiff und ein Mahagoni-Schiff im Bau. Oder im Bau, in der Individualisierung mit dem Kunden. Ich werde nachher mal einen Ries anrufen, der ist wieder in der Werkstatt. Vielleicht kann er da gleich einen kleinen Walkthrough machen, dass man gerade ein Verhältnis bekommt und auch sieht, was wir in Dramen-Drabach noch alles an den Schiffen machen können. Das ist unsere Stärke. Wir sind 15 Mann in der Werkstatt. Und wenn man, wie gesagt, gerade in der Werkstatt sieht, in der Nimbus-Halle, wir haben eine Halle, wo wir hauptsächlich die Axopass machen, eine, wo hauptsächlich die Nimbus. Und in der Nimbus-Halle stehen zum Beispiel gerade 2365, wo richtig ordentlich dran installiert wird, Klimaanlage, Generator und so weiter und so fort. Innenraum hier, 365, so in dem Blau, sehr, sehr gemütlich mit dem Mahagoni. Ich würde jetzt sagen, aus meiner Sicht ist das jetzt so die, nicht falsch verstehen, aber die ehemalige Segler, also Segler, die zum Motorboot fahren, kommen, die haben wir ja mal öfters. Das ist so die Ausstattung, die, würde ich sagen, dazu passt. Mir gefällt es auch sehr, sehr gut. Es ist einfach maritim, es ist zeitlos, es ist gemütlich, schiffig. Der Mahagoni ist ja auch nicht zu rot, sondern da hat Nimbus, die Mahagoni kam ja bei Nimbus über Styrobor rein im Jahr 2004, 2005. Und das ist nach wie vor ein sehr schöner Farbton, den sie gewählt haben. Zum Innenraum hier, fangen wir mal Backbordseite an. Wir haben die große U-Sitzgruppe. Die U-Sitzgruppe, der Tisch kann so umgeklappt werden. Der ist natürlich auch so drehbar. Das heißt, jetzt bekommen wir mehr ein Couch-Feeling und nicht so das Gefühl, am Tisch zu sitzen. Auch wenn wir den noch ein bisschen runter machen, dann ist es mehr so ein, noch mehr ein Couch-Gefühl. Wenn man hier sich abends hinsetzt, also ist jetzt nicht mehr ein reiner Esstisch. Dann haben wir von der Höhe hier eine kleine Stufe hier unten, also alles ist eine Ebene, außer hier eine kleine Stufe. Das ist deshalb so, dass man hier von der Höhe her, also ich bin bestimmt im Kopf, also meine Augen sind 40, 50 cm oberhalb des Kissens hier. Das heißt, ich kann auf beiden Seiten perfekt nach außen schauen. Wir haben hier die Gardinen einerseits als Dekoration natürlich, aber ich kann die auch schließen, unabhängig von den optionalen Jalousien. Leselampe hier mit USB-Lader, das heißt, ich kann hier oben, das ist eigentlich für Zeitungen reinzustellen, also das ist hier offen, aber ich kann hier auch zum Beispiel noch ein Handy laden. Weitere Steckdosen an verschiedensten Positionen, wo Sie sich nur vorstellen können, können wir alles in Dramen-Drabach realisieren. Schiebetür, immer Nimbus wichtig, wenn ich sie loslasse, hält sie an. Sie bleibt aber an verschiedenen Positionen auch stehen, zum Beispiel hier in der Lüftungsposition, jetzt ist sie wirklich fest, oder ich halte sie runter und mache sie dann ganz zu. Die 365, wenn man hier drin sitzt, wird sie absolut, also ich lade Sie herzlich dazu ein, hier auf die Messe zu kommen. Oder wir haben auch so ein Schiff bei uns immer in Dramen-Drabach. Das Schiff ist extrem harmonisch. Also wenn man hier, ich glaube, jeder, der in dem Privileg ist, so ein Schiff zu besitzen,
kann das nur bestätigen. Das Schiff hat unglaublich viel Harmonie hier innen drin. Und das ist eigentlich das Werk, oder nicht, das ist eigentlich, sondern das ist das Werk von Joachim, der ja extrem viel Geschick gezeigt hat, von den Größen, von den Proportionen hier sehr viel Funktionalität und auch Harmonie reinzubringen. Das Schiff ist jetzt nicht von uns an Lager bestellt. Es hat ein Setup, aber deswegen ganz gut, um mal zu zeigen, dass wir sehr selten bestellen. Wir haben meistens immer hier eine Schublade und ein Elektroherd oben. Das ist in dem Fall jetzt ein Gasbackofen und ein Gas-Ceranfeld oben. Also ich sage wieder Gas-Ceranfeld. Ja, haben wir sehr oft in der Vergangenheit gemacht, machen wir aber eher selten. Unsere Empfehlung ist eigentlich eher, einen großen Inverter einzubauen in Kombination mit dann einem Elektro-Ceranfeld. Apothekerschrank hier, da kann man ohne Probleme eine Kaffeemaschine, eine Espressomaschine, man kann die Höhen einstellen, dann kommt hinten von uns eine Steckdose, dann kann man hier einfach die Nespresso-Maschine rausziehen und dann einfach absolut Nimbus-Tugenden, Mülleimer mit Mülltrennung und also Soft-Closing-Schublade, Hettich-System und alle Geschirr hier unten drin. Das ist aber falsch eingeräumt, würde ich sagen, aber ja, sieht gut aus. Dann haben wir hier einen Vollauszug, auch Hettich-System und hier oben noch das Geschirr. Das ist alles standardmäßig dabei und dann natürlich ein Doppelwaschbecken. Dann kann man den Fahrersitz noch nach vorne klappen und hat dann hier beim Abspülen auch noch ein bisschen unten Ablage oder hier natürlich direkt daneben, aber wenn man einen weiteren Raum braucht, beziehungsweise beim Kochen, hat man so etwas mehr Platz. Das Ganze hier, das sind so Kleinigkeiten, die wir machen das hier lose, dass man die Gardine auch noch hier rüber ziehen kann beim Kochen, weil die natürlich hier beim Kochen etwas unpraktisch positioniert ist. Dann haben wir hier oben ein kleines Gewürzregal, beziehungsweise hier kann man dann den Mastervolt, wenn man Inverter hat, Mastervolt-Display, Generator-Display und so weiter einschalten. Die Hauptschalter bei den Coupé-Modellen sind immer Fernbedienung. Super praktisch, kann ich am Schlüsselbund haben, komme ich an Bord, brauche ich nicht irgendwo einen Hauptschalter suchen, sondern kann einfach die Versorgungshauptschalter bzw. Motorhauptschalter über eine Fernbedienung anmachen. Dann Glas überall. Glas heißt aber auch Sonne, heißt auch gewisse Hitze. Und dementsprechend gibt es den Sonnenschutz hier auf beiden Seiten. Oder ich kann auch den mal nach hinten ziehen hier. Also Sonnenschutz, einen von vorne, einen von hinten, um das Ganze zu schließen. Und dann haben wir natürlich die elektrischen Schiebedächer. Jetzt habe ich die elektrischen Schiebedächer auf beiden Seiten, die optional sind, aber ich denke mal bei der 365 eigentlich von jedem genommen werden. Wichtige Schublade habe ich noch vergessen, Entschuldigung. Hier haben wir eine riesige Schublade noch. Das ist auch was wir bis jetzt noch nicht oft verkauft haben. Normalerweise hier eine große Schublade, das ist jetzt wie gesagt ein Schiff vom anderen Händler bestellt. Das ist eine Kühlbox, also eine Gefrierbox, die hier gegenüber eingebaut ist auf der Backbordseite. Normal ist das eine große Schublade noch, aber wie gesagt, in dem Fall jetzt mit Gefrierbox. Und hier unten drunter haben wir dann noch, die aber sehr oft von uns auch verkauft wird, die Kühlbox für Getränke. Super praktisch, dass man einfach die Kombination hier Getränke und hier in dem 65 Liter Kühlschrank eher die Lebensmittel. Und der hat auch ein kleines Eisfach, das würde mir eigentlich reichen. Der ist an, vielleicht sollten wir den mal ausmachen auf der Messe. Macht nicht so viel Sinn. Das ist ein Eisfach, das wird mir reichen. Aber wie gesagt, wenn jemand vielleicht eine Pizza an Bord, eine Tiefkühlpizza mit dem Backofen, dann ist natürlich da unten die größere Gefrierbox sinnvoll. Beifahrer hat Joachim gestern Abend auch erwähnt in dem Video, auch für die 465. Beifahrer ist, ich glaube, jeder Eigner weiß das zugute, dass der Beifahrer meistens natürlich der Partner, die Ehefrau, vielleicht fährt aber auch die Partnerin fährt das Boot und man ist als Mann der Beifahrer, das ist eigentlich völlig egal, aber der Beifahrer ist die wichtigste Person, die man hat in seinem Leben meistens und beziehungsweise auch die wichtigste Person an Bord und das gemeinsam Erlebte ist das, was im Vordergrund steht und das ist hier, wenn der Beifahrer einfach auf einer großen Bank hier sitzen kann, gemütlich, direkt neben dem Fahrer, aber man sieht das Gemeinsame, es geht gerade die Messe los, die Ansage kommt gerade, dass man hier vorne einfach diese enorm große Panoramascheibe hat und hoch sitzt und wirklich gut sieht und hat aber auch hier oben das Dach wiederum geöffnet, man kriegt frische Luft, man hat auch wieder den Sonnenschutz, aber zusätzlich eben noch hier ein Fenster auf der Backbordseite, wo man Frischluft bekommt, auch mal den Kopf raushalten kann. Das Fenster ist sogar in verschiedenen Positionen fixierbar. Gerade gucken, der ist ziemlich fest. Ja, jetzt kriege ich ihn los.
gestern hier einen Finger geschnitten, deswegen hatte ich jetzt nicht so viel Kraft. Das heißt, ich kann das auch so festmachen. Und jetzt habe ich nur eine ganz kleine Lüftungsmöglichkeit. Also super durchdacht das Ganze. Dann haben wir hier ein Handschuhfach, könnte man sagen, für Sachen zu stauen. Das Radio unten positioniert ein bisschen ungünstig, würden viele sagen, aber es ist eigentlich zu bedienen, hauptsächlich über den Kartenplotter. Und dann haben wir hier in der Ablage den Fernseher, der verschiedene Empfangsmöglichkeiten optional hat. Sat-TV ist, glaube ich, nicht mehr so ein Thema, wird immer noch genommen. Gerade das Schiff, was ein Tram-Traber ausgestattet hat, hat es noch. Aber viele nehmen inzwischen eine 5G-Lösung über ein Apple TV oder ein Amazon TV oder also gibt's Fire TV Stick, so heißt das genau. Das ist auch noch neu, dass das jetzt in Grau ist. Auch bei der 305 habe ich gestern gesagt, in Kombination mit dem Grauen hier unten ist es einfach ein Antireflexionsschutz. Eins der wichtigsten, also von der Harmonie eben gesprochen, wie man hier runter geht. Viele Schiffe in der Bootsgröße haben eine Leiter nach unten geführt. Wir haben hier eine richtig gut zu laufende Treppe, richtig tief, breit hier runter. Ich würde sagen, das ist sogar breiter wie bei der 405. Beide Seiten Griffe zum Festhalten. Also das ist wirklich drei Stufen und man ist in einem Vorschiff und das fühlt sich ja nicht unangenehm, nicht lästig an. Es ist nicht irgendwie irgendwo rauskrabbeln, sondern es ist eine Treppe wie zu Hause. Wenn man dann hier vorne in die Bugkabine kommt, merkt man nochmal von dem, was ich gesprochen habe. Wir haben neu jetzt eckige Bullaugen. Das wirkt man vor allem von außen wirkt das ein bisschen moderner. Auch im Rumpf werden wir gleich eine Gästekabine zeigen. Also die Bullaugen sind neues Design, nicht mehr rund. Dann haben wir vorne dieses Lichtband. Das gibt einfach eine gewisse Tiefe im Raum. Sehr, sehr schick gemacht. Das gibt es auch seit Anfang an. Dann haben wir einen großen Schrank hier auf der Backbordseite, noch ein Schrank auf der Steuerbordseite. Die Schränke bekommen, der hier bekommt von uns automatisch noch einen weiteren Boden, weil ich denke, man braucht nicht so viel hängen, wie manchmal die Schweden denken. Und dann haben wir hier oben natürlich Belüftung, wiederum mit Verdunklung und Fliegengitter in beide Richtungen. Und das Bett hat hier unten drunter richtig ordentlich große Schubladen mit Vollauszug, wo man richtig Sachen gestaut bekommt. Man hat sogar vorne dran unterm Bett nochmal einen Stauraum, wo man auch Ersatzbettwäsche stauen könnte. Dann machen wir mal hier, nee, bleib da, Entschuldigung, so, machen wir die Tür auf. Das ist jetzt der Zugang zur Nasszelle aus dem Flur und ich komme jetzt hier mit dem Spiegel aus der eigenen Kabine. Die Tür würde man meistens geschlossen halten, wenn man als Eigner an Bord ist, weil man dann einfach den Toilettenraum um die Eignerkabine erweitert. Und dann hat man hier auf der nach hinten die Dusche. Und in die Dusche geht man auch, wichtig, wenn Sie auf die Messe kommen, geht man so rum rein. Man hat also die Tür zu, man geht in die Dusche rein und schließt die natürlich. Sehr oft auf der Messe, was passiert, dass eben genau wie es hier gerade war, dass die Dusche so ist. Und die Leute stehen hier und denken, oh, ich kriege die Dusche ja kaum auf. Also ganz klar, Eingang für die Dusche ist 90% von der eigenen Kabine raus. In der Dusche ist ausreichend Platz, das ist alles gut gelöst. Große Bullauge zum Lüften, ordentlich Schrank hier hinten dran. Also kommst du in die andere Seite, schön ordentlich Schrank hier hinten dran. Da bauen wir auch immer noch einen Boden rein für kleine Utensilien. So Sachen machen wir alles in unserer sogenannten Optimierungsliste. Es gibt auch hier noch einen Schminkspiegel, also wenn sich jemand nass rasiert, ist das ein bisschen unpraktisch mit dem Spiegel und so weiter. Kann man hier noch, also machen wir immer hier noch einen Spiegel hin. Ja, ordentlich Stauraum hier unten, Toilettenpapierhalter, das ist alles da. Die Dusche wird abgepumpt hier über einen Schalter an der Seite. Ja, das ist alles auch von der Höhe her. Ich habe hier noch 10 cm Platz, also ich denke, wir haben ungefähr 1,90 an Stehhöhe. Zwangsbelüftung hinten in der Dusche. Ich schließe jetzt mal nochmal gerade hier zu und dann komme ich hier raus, dass man einfach ein Gefühl davon geht, weil ich jetzt nämlich in die Gästekabine gehe. In der Gästekabine liegen jetzt hier noch ein paar Polster. Das sind das Polster, um draußen eine Sonnenliege zu machen. Das zeigen wir gleich noch draußen. Das ist ein elektrischer Tisch und das Polster, um im Salon zu schlafen. Die blockieren natürlich jetzt ein bisschen hier die, da ich mal kurz kam, blockieren hier ein bisschen die Kabine. Machst du mal gerade die Türe zu? Dann haben wir nämlich hier zum Zeigen einen großen Schrank noch. Hier bauen wir, auch wenn es eine Klimaanlage in der eigenen Kabine gibt, wird die hier unten eingebaut. Aber hier wirklich ordentlich noch Schrank in der Gästekabine. Und wir haben jetzt hier mit der Version 2023 wesentlich größere Bullaugen, ähnlich wie bei der 405. Zwei Stück, vorher war es nur eins. Und ja, man kriegt viel mehr Licht hier in die Gästekabine hinein.
So, dann gehen wir nach Achtern, nach draußen. Achtung, die Tür ist zu. Sorry. Was schon oft passiert ist, dass Kunden da reingelaufen sind, wollte ich das nicht, dass der Nico sich jetzt hier ausnockt. Das weiß ich gar nicht. Ah, der Schalter ist da hinten. Das haben wir bis dato noch nicht so oft verbaut, aber das ist der Tisch, wie er bei der 405 ist. Der hat hier die Möglichkeit, das Ganze auszuziehen. Dann haben wir wirklich einen riesigen Tisch. Und das Ganze können wir dann runterlassen. Und können hier oben ein Polster drauflegen, um dann hier eine Sonnenliege oder eine Liegefläche zu produzieren. Wobei man ganz klar sagen muss, dass diese Liegefläche, gerade das Polster ist eingeklemmt, dass diese Liegefläche hier natürlich im Schatten ist, weil wir ja, ich mal hier draußen das Licht nur anmachen, weil wir natürlich, was super gut bei der 365 ist, das Dach sehr weit hinüberstehen haben. Das heißt, wir brauchen an sich von dem Camperverdeck immer nur Teile nach unten fallen lassen, beziehungsweise gerade mit dem Reißverschluss reinziehen. Dieses Gestänge hier ist auch nicht 100% notwendig. Wir haben jetzt auch schon Versionen vom Verdeck gebaut, wo wir das Verdeck außen angeschlagen haben. Und dann braucht man diese Teile sind einfach dafür da, dass man hier sitzen kann und das Verdeck nicht im Nacken hat. Viele Schiffe haben auch von uns inzwischen bekommen, dass wir hier das Verdeck auf der Steuerbordseite komplett nach außen machen. Was ich nicht vergessen möchte, ist hier der Ablauf hier am Fahrstand, wo der Diesel- und Fäkalientankabsaugung schön verstaut ist hier an der Seite. Und dass das Schiff hier in dem Fall Flexiteak hat, was es aber wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr geben wird, sondern wir werden das Ganze ein ähnliches Produkt, aber mit mehr Holzanteil haben, sogenanntes Eco-Deck heißt das Produkt. Gut, das war es soweit von der Nimbus 365. Machen wir mal die Türe hier hinten zu, um ein Gefühl zu kriegen. Ich sitze mich gerade nochmal hier in die Sitzgruppe rein, in die Ecke, wie groß das Achterdeck eigentlich ist. Ein bisschen höher. Ich kann mich auch hier in die Ecke schön reinsetzen, wenn ich einen schönen Liegeplatz habe oder irgendwo vor Anker liege, mit einem schönen Blick nach hinten. Also gerade, weil ich hier in der Ecke noch das Polster um die nach vorne umrandet ist. Ein super Blick nach hinten, ich bin geschützt von oben. Also 365 nach wie vor, finde ich, in der Bootsgröße unschlagbar. Es gibt kein Boot. Also wichtig noch Motorisierung, Entschuldigung, habe ich fast vergessen. Es gibt entweder einen oder zwei Maschinen. Das Schiff hat hier eine Maschine. Ich glaube, das wird oft gemeckert. Das machen wir noch kurz, dass ich das ein bisschen vernachlässige, weil es für mich so Standard ist. Es vergesse zu zeigen. Also wir haben jetzt hier, hier sind zwei Maschinen installiert, 2x270 PS. Wann nimmt man eine Maschine, wann nimmt man zwei Maschinen? Ich bin absoluter Fan der Einzelmotorisierung, weil sie das Schiff auf eine gute Marschfahrt bringt, nämlich auf rund 20 Knoten. Nichtsdestotrotz ist es einfach ein sehr sparsames Setup, weil man natürlich auch nur eine Inspektion hat. Also mit zwei Maschinen hat man einfach doppelte Wartungskosten. Nichtsdestotrotz ist eine Doppelmotorisierung einfach, wenn man auf dem Meer fährt, eine psychologische Sicherheit. Beziehungsweise ist das Schiff mit zwei Wellenantrieben einfach noch seegängiger, weil man das Gewichtsverteilung etwas mehr nach außen hat. Und man hat einfach zwei schwere 22 Zoll Propeller im Wasser, die dem Schiff einfach noch wesentlich mehr Grip geben. Sehr aufwendig alles isoliert, wobei man bei zwei Maschinen eben keine Kiste um den Motor hat. Und bei einer Maschine hat man eine Isolationskiste. Das hat auch Nimbus erstmalig gemacht. In 2009 kam das raus und seitdem wird das auch konsequent weitergeführt. Ist diese Isolationskiste um den einen Motor, ähnlich wie ein Generator. Tür hier hinten leicht zu öffnen, Heckdusche, ordentlich verräumte Fender, ordentliche Badeleiter zum Festhalten, ähnlich wie eine Schwimmbadleiter, und einfach eine große Badeplattform. Und das Einzige, was eben übersteht, ist die Badeleiter. Wenn man das aber nicht haben möchte, könnte man die auch in eine Kassette umwandeln und dann hat man am ganzen Schiff kein einziges Teil, was über die Badeleiter übersteht. Dicke Scheuerleiste hatten wir eben schon angesprochen, geht um die ganze Badeplattform und auch hier natürlich an der Seite, absolut Nimbus-typisch. Die ist auch nochmal größer geworden mit dem Modellwechsel, also mit dem dritten Facelift bei der 365. Das sind auch so Elemente hier, finde ich sehr schick gemacht. Da hinten dran ist die Dunstabzugshaubenabzug, dann die kleine LED-Beleuchtung hinten dran als indirekte Designbeleuchtung. Das war es hier von der Nimbus 365, am dritten Tag der Boot 2023. Wir gehen morgen auf dem Schiff hier live um 15 Uhr. Mal gespannt, wen ich da als interessanten Gesprächspartner mit an Bord haben werde. Bin ich noch auf der Suche, wenn Sie vielleicht einen Kunde
von der 365 von mir sind und begeistert von dem Schiff, würde ich mich freuen, wenn Sie morgen hier mit mir an Bord vielleicht zusammensitzen wollen. Oder ich werde jemanden von Nimbus finden, auf jeden Fall für morgen schon mal ein paar Fragen vorbereiten. Und dann freuen wir uns, die hier an Bord von der 365 zu beantworten. Vielen Dank und bis morgen.